Nächste Rednerin ist Eva Maria Himmelbauer von der ÖVP. Danke, Frau Präsidentin, geschätzter Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Abgeordneter Klug hat es ja schon angesprochen. Der Forschungs- und Technologiebericht liefert alljährlich einen Überblick über den Status quo und widmet sich auch immer wieder wichtigen Themenfeldern, die gerade für uns als Politik eine Herausforderung oder beziehungsweise eine Maßnahmensetzung auch betrifft. Und ein zentrales Thema des Berichts und das auch zu Recht, die in diesem Bericht auch vorkommen, ist der Themenbereich Digitalisierung. Eine Entwicklung, die vieles verändert, der wir nicht erst gegenüberstehen, sondern in deren Entwicklung wir auch schon mittendrin sind. Und wo gerade an uns als Politik große Herausforderungen zukommen. Bestmögliche Rahmenbedingungen aufbauen, damit viele Menschen in Österreich, alle Menschen in Österreich auch mit dieser Entwicklung auch mithalten können und dass sie alle auch die Chancen der Digitalisierung ergreifen können. Und das sehen wir schon und das haben wir oft auch in Diskussionen erlebt. Alte Politik ist hier oft nicht zielführend, sondern was es braucht, ist neues Denken und neue Lösungsansätze. Und gerade Chancen, wenn ich die angesprochen habe, dann kann ich sie gerade auch für den ländlichen Raum herausgreifen. Ich glaube, dass die Digitalisierung, und ich bin auch der Überzeugung, dass die Digitalisierung gerade für den ländlichen Raum viele Chancen bietet. Ich komme aus dem Weinviertel, wo zum Beispiel, wenn wir die Infrastruktur hernehmen, wenn es mein Vorredner auch angesprochen hat, immer noch 40% der Haushalte schlecht oder gar nicht mit Breitband versorgt sind. Und das führt dazu, das betrifft Private, das betrifft öffentliche Einrichtungen, die hier schlecht versorgt sind, und es betrifft auch Unternehmen. Unternehmen nicht nur im Digitalbereich, sondern Unternehmen aller Branchen, wie zuletzt, als ich bei einem Betriebsbesuch war und von einem Kfz-Werkstätte mitbekommen habe, das wichtigste Anliegen, das sie an die Politik haben, ist schnellstmöglich Breitband in den ländlichen Raum zu bringen. Weil wenn Sie sich anschauen, die großen Software-Updates, die heutzutage unsere Autos brauchen und dass ihre Mitarbeiter da oft lange Zeit auch vom Computer sitzen und hier diese oft Software-Updates beobachten, wie sie heruntergeladen werden, dann ist das frustrierend auch für die Betriebe und im Endeffekt auch für die Kunden und für den Betrieb schlecht. Was die Breitbandstrategie betrifft, kann ich mich meinem Vorredner nicht so ganz anschließen. Wir haben eine Evaluierung gehabt, auch der Breitbandförderung, die sicherlich auch einen guten Ausblick liefert, aber natürlich auch zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen hat. Gerade auch, wenn es um gesetzliche Grundlagen betrifft, Telekommunikationsgesetz, wo wir auch unsere Volumina erhöhen sollten, was die Förderung betrifft, aber gleichzeitig auch unsere Erwartungshaltung, unsere Bestrebungen auch zu erhöhen. Beispielsweise, dass wir nicht nur 30 Mbit fördern, sondern gleich direkt auf 100 Mbit und darüber hinaus fördern. Wenn wir unseren deutschen Nachbarn anschauen, da ist die Zielsetzung schon weitaus höher gelagert. Wir sprechen dort oder in Deutschland spricht darüber, die Gigabyte-Gesellschaft auch aufzubauen und zu fördern. Und mit Digitalisierung ist natürlich, wenn die Infrastruktur passt, vieles andere auch verbunden. Gerade im ländlichen Raum auch das Thema Arbeit, ein großes Schwerpunktsthema. Auch die Chance mit neuen Arbeitsformen, wenn wir uns das anschauen. Beispielsweise mit Homeoffice, mit Telearbeit. Gerade wo auch in ländlichen Regionen Menschen dann nicht mehr so viel pendeln müssen und so auch Arbeit von zu Hause aus erledigen können. Und Bildung ist beispielsweise auch im Bericht ein großer Themenschwerpunkt. Bildung im Sinne von Digitalisierung auch in unser Bildungssystem, in die Schulen auch zu integrieren. Und da bin ich auch bei der Seite vieler Kritiker, die sich die letzten Tage auch geäußert haben. Digitalisierung heißt es dann nicht, Tablets und Laptops einfach in den Schulen anzubieten, sondern Digitalisierung in den Schulen zu verankern, bedeutet, eine neue Kulturtechnik zu lesen. Das heißt gleichzeitig aber auch im Zuge auch das Thema Lesen, Schreiben, Rechnen und Digitalisierung, damit wir auch für die Zukunft bestmöglich vorbereitet sind. Ich möchte aber insgesamt noch zur österreichischen Forschungslandschaft kommen. Wir haben sehr vieles in den letzten Jahren umsetzen können. Wir haben auch in den letzten Jahren sehr viel investieren können. Es wurde schon angesprochen, wo wir sehr gut unterwegs waren, war das Thema Forschungsquote, wo wir aufgeschlossen haben, aufgestiegen sind auf dem zweiten Platz im europäischen Feld.
Und als Volkspartei streben wir immer noch auch, wollen wir auch gemeinsam noch die Forschungsquote von 3,76 auch festhalten. Und viele weitere Maßnahmen, die natürlich auch in Zukunft kommen werden. Abschließend darf ich mich auch noch bei meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken für die Zusammenarbeit im Ausschuss. Ich meine, es war eine gute Zusammenarbeit, eine sachliche Diskussion, und wo wir gemeinsam viele Anträge auch für die österreichische Forschungslandschaft weiterbringen konnten. Dankeschön. Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP lobt die gute Zusammenarbeit im Ausschuss.